Das Fiat 2300 S Coupé zählt zweifellos zu den schönsten Coupés seiner Zeit. Die S-Version mit dem Tuning von Carlo Abarth überzeugt außerdem durch seine sportliche Note. Der Prototyp für das Fiat 2300 Coupé wurde erstmals 1960 auf dem Turiner Automobilsalon vorgestellt. Publikum und Presse waren gleichermaßen begeistert. Die von Ghia gestaltete Karosserie überzeugte durch ein klares sportliches Design mit teils filigranen Elementen. Besonders auffällig ist die dreigeteilte Panoramaheckscheibe, die einen guten Rundumblick ermöglicht. Die C-Säule verläuft parallel zur A-Säule. Daher erscheint das hintere Dreiecksfenster auf dem Kopf zu stehen. Zwar wurden die ersten Fahrzeuge bei Ghia gezeichnet und gefertigt, aber dank der großen Nachfrage reichten die Kapazitäten bei Ghia nicht mehr aus. Fiat vergab deshalb die Serienaufträge für die Karosserien an eine kleine Firma Officine Stampaggi Industriali, auch als OSI bekannt. Verantwortlich für das besonders formschöne Design waren Ghias Chefdesigner Sergio Sartorelli und der Amerikaner Tom Giada. Ab 1964 wurde die hier gezeigte zweite Serie des Fiat 2300 S Coupés gebaut. Diese Modelle waren mit einem leistungsgesteigerten 2,3 Liter Motor ausgestattet. Eine schärfere Nockenwelle, zwei Weber Doppelvergaser und eine höhere Verdichtung brachten diesen Motoren eine Leistung von 136 PS bei 5600 Umdrehungen in der Minute. Für die 31 Zusatz PS gegenüber der Serienlimousine sorgte Carlo Abarth, besser gesagt sein deutscher Ingenieur Klaus Steinmetz, der später als Opel-Tuner einigen Ruhm erlangte. Das Nadi-Lenkrad und die übersichtlich angeordneten fünf Instrumente erinnern deutlich an das Cockpit eines zeitgleichen Ferraris. Auch der Sound des brummenden Reihen-Sechszylinders sorgt für eine sportliche Geräuschkulisse. Sobald man Gas gibt, vergisst man schnell, dass man in einem Fiat sitzt. Das Fiat 2300 S Coupé fließt locker in jedem schnellen Verkehr mit und scheut sich kaum vor sportlichen Überholmanövern. Eine weitere Besonderheit des 2300 Coupés ist die Bremsanlage mit zwei Bremskraftverstärkern und Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Allerdings ist diese Zweikreisbremsanlage heute auch die wartungsanfälligste Technik dieses Modells. Vermutlich wurden zwischen 1964 und 1968 rund 3500 Exemplare des Fiat 2300 S Coupés gebaut. Davon haben nur rund 200 Fahrzeuge bis heute überlebt. In Deutschland sind knappe 15 Exemplare dieses Modells bekannt.